Isabel E. aus Gütersloh fragt: Guten Tag, Herr Schlafexperte. Können Sie mal bitte ein Video zum Thema Schlafwandeln machen? Wie häufig ist dieses Phänomen? Ist das Schlafwandeln eigentlich gefährlich? Was kann man dagegen tun? Ich selbst bin nicht betroffen, aber eine Freundin von mir. Ich möchte ihr gerne helfen. Danke für Ihre Hilfe. Hallo Isabel, das finde ich gut, dass Sie Ihrer Freundin helfen möchten. Wissen schadet ja bekanntlich nur den Personen, die es nicht haben. Gehen wir gleich Ihre Fragen der Reihe nach durch. Wie häufig ist das Phänomen? Nun, es gibt eine Meta-Analyse von 51 Studien, an denen mehr als 100.000 Kinder und Erwachsene teilnahmen. Die Ergebnisse zeigten, dass Nachtwandeln bei Kindern deutlich häufiger vorkommt als bei Erwachsenen. Schätzungsweise ca. 5% der Kinder gegenüber nur 1-2% der Erwachsenen schlafwandelten mindestens einmal in den letzten 12 Monaten. Die Häufigkeit des Schlafwandelns scheint in den verschiedenen Altersgruppen während der Kindheit nicht zu variieren. In etwa 70-80% der Fälle verschwindet die Schlafwandelneigung bis zur Pubertät. Und auch bei den Erwachsenen handelt es sich meist nicht um eine andauernde Erscheinung. Häufig tritt sie nur einmalig oder nur wenige Male auf. Fazit: Das Schlafwandeln ist alles andere als ein häufiges Phänomen. Wie gefährlich ist das Schlafwandeln? Kommt drauf an. In den überwiegenden Fällen ist es für die Betroffenen ungefährlich. Sicherlich denkt man beim Nachtwandeln sofort an das Verletzungs- oder Unfallrisiko. Tatsächlich sind Verletzungen aber eher selten. Denken Sie beispielsweise an die sprichwörtliche schlafwandlerische Sicherheit. Die hat nämlich genau hier ihren Ursprung. Bedeutet, dass die meisten Schlafwandler beim Herumlaufen oder bei der Verrichtung von meist einfachen Tätigkeiten, wie zum Beispiel Nahrungsaufnahme oder Geschirrspülen etc., vergleichsweise sicher unterwegs sind. Dennoch werden sich die meisten Schlafwandler irgendwann einmal während des Schlafwandels verletzen, wobei es sich fast immer nur um blaue Flecken oder leichte Schnittwunden handelt. In seltenen Fällen haben sich Schlafwandler aber auch Knochenbrüche zugezogen oder sind infolge eines Sturzes sogar verstorben. Denn Hindernisse werden oft nicht richtig wahrgenommen. Es kann also zu Treppenstürzen kommen. Aber auch zum Sturz vom Balkon oder aus dem Fenster. Also prinzipiell sind Schlafwandler schon unfallgefährdet. Ich sollte an dieser Stelle vielleicht kurz erklären, dass es verschiedene Formen des Schlafwandelns gibt. Es gibt die unvollkommene Form des Schlafwandelns. Die beschränkt sich auf das Bett. Die Betroffenen setzen sich oft auf, schauen sich um und sprechen meist völlig unverständliche Dinge. Diese Form ist natürlich völlig ungefährlich. Es gibt die klinisch voll ausgeprägte Form des Schlafwandelns. Hier verlassen die Betroffenen das Bett und laufen im Schlaf umher und verrichten mehr oder weniger komplexe Dinge. Diese Form beinhaltet potenzielle Verletzungsfolgen für die Betroffenen. Und es gibt die sehr seltene aggressive Verlaufsform des Schlafwandelns. Diese Form kann unvorhersehbare Ausmaße annehmen. Schlafwandler können gegenüber Personen, die ihnen helfen wollen oder einfach nur ahnungslos im Wege stehen, gewalttätig werden. Diese aggressive Verlaufsform kann schwerwiegende Folgen nach sich ziehen. Es gibt beispielsweise den ziemlich bekannten Fall des Spaniers Antonio Nieto. Der ermordete im Jahr 2001 seine Frau und seine Schwiegermutter mit einer Axt und einem Hammer. Bevor er entwaffnet wurde, versuchte er sogar, seine Tochter und seinen Sohn zu töten. Nieto behauptete später, er habe während des Angriffs geschlafen. Er habe geträumt, sich gegen aggressive Strauße verteidigt zu haben. Ja, Sie haben richtig gehört. Seine Kinder sagten aber später vor Gericht aus, er habe sie erkannt und seinem Sohn sogar gesagt, er solle das Licht im Schlafzimmer nicht einschalten, weil seine Mutter, die bereits schwer verletzt war, angeblich schlief. 6 Jahre später, also 2007, wurde Nieto dann für 10 Jahre in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Er wurde außerdem zur Zahlung einer Entschädigung von 171.000 Euro an die Opfer verurteilt. Also ein wirklich unglaublicher Fall. Aber wie gesagt, derartige Vorfälle sind wirklich äußerst selten. Was kann man gegen das Schlafwandeln tun? Zunächst einmal ist es natürlich wichtig, dass sich die Betroffenen nicht selbst verletzen können.
Hier sollten die naheliegenden Vorsichtsmaßnahmen ergriffen werden. Das Schlafzimmerfenster sollte vorsorglich verriegelt werden. Es sollte sich also maximal kippen lassen, aber nicht komplett öffnen. Eine sehr clevere Strategie ist es, einen Türalarm an der Schlafzimmertür zu installieren. Wenn die Schlafzimmertür dann nachts geöffnet wird, ertönt ein extrem lauter Alarm, der den Schlafwandler vollständig aufweckt und die Schlafwandler-Episode entsprechend unterbricht. Natürlich ist es mehr als sinnvoll, wenn der Schlafraum eines Schlafwandlers im Erdgeschoss eines Hauses, einer Wohnung oder eines Hotels etc. liegt. Es versteht sich von selbst, dass Waffen, wie zum Beispiel ein Messer, nicht im Schlafzimmer oder in den Räumen in der Nähe des Schlafraumes aufbewahrt werden sollten. Falls Waffen vorhanden sind, sollten diese mit Schlüsseln weggeschlossen werden, die dem Nachtwandler nicht zugänglich sind. Darüber hinaus sind getrennte Schlafräume absolut sinnvoll, wenn der Schlafwandler den Schlaf seines Bettpartners stört oder sogar zu gewalttätigem Verhalten während des Schlafwandelns neigt. Klar, die vorgeschlagenen Maßnahmen sind natürlich symptomatischer Natur. Besser wäre es natürlich, das Schlafwandeln an sich zu verhindern. Das ist aber überaus schwierig, weil die Ursachen des Schlafwandelns bis heute noch nicht geklärt sind. Was man weiß ist, dass es in jedem Fall eine genetische Disposition gibt. Eine Studie ergab, dass Schlafwandeln bei 45% der Kinder auftrat, bei denen ein Elternteil schlafwandelte. Wenn beide Elternteile schlafwandelten, waren sogar 60% der Kinder vom Nachtwandeln betroffen. Da das kindliche Schlafwandeln in der Regel mit der Pubertät verschwindet, vermutet man als Ursache ein noch nicht voll ausgereiftes Zentralnervensystem. Fakt ist jedenfalls, dass es bisher keine spezifische Therapie mit verlässlichen Prognosen gibt. Von einer Medikamentenbehandlung raten die allermeisten Ärzte ab. Bei einer akuten Schlafwandler-Episode sollten die Betroffenen möglichst nicht forciert geweckt werden. Sie sollten nämlich unbedingt wissen, dass das Nachtwandeln nur in der Tiefschlafphase stattfindet, also nicht im Traumschlaf, der sogenannten REM-Phase. Würden Sie einen Schlafwandler abrupt aufwecken, würde dessen unmittelbare Reaktion aus Schlaftrunkenheit und extremer Desorientierung bestehen. Besser ist es, den Betroffenen durch leichtes Berühren und Lenken in Richtung Bett zu bewegen, sodass dieser optimalerweise allein ins Bett zurückkehrt. Neben den bisher unbekannten Ursachen gibt es eine Reihe von Konditionen und potenziellen Auslösern, die das Schlafwandeln begünstigen können. Hierzu zählt insbesondere eine vorherige Periode des Schlafverlusts, zum Beispiel aufgrund einer negativen Stressbelastung, dem sogenannten Distress. Als auslösende Faktoren werden häufig übermäßiger Koffein- oder Alkoholgenuss, die Einnahme von Schlafmitteln, Antidepressiva oder Antipsychotika genannt. Die besten Belege dafür, dass Medikamente das Schlafwandeln auslösen können, gibt es übrigens für Zolpidem und Natriumoxybat. Letzteres ist ein Medikament zur Behandlung von Symptomen der Narkolepsie. Aber auch nächtliche Atemstörungen, wie sie für das Schlafapnoe-Syndrom kennzeichnend sind, gelten als mögliche Auslöser. Die genannten Trigger können den Nicht-REM-Schlaf nach der Periode des Schlafverlusts entsprechend beeinträchtigen. Man vermutet, dass die Handlungen während des Schlafwandelns letztlich von Wahrnehmungen und Gefühlen vor dem Einschlafen abhängen. Auf Basis der Tatsache, dass die Ursachen nach wie vor unklar sind, gibt es, wie gesagt, noch keine zielgerichtete Therapie. Klar ist aber, dass psychologische Interventionen wie zum Beispiel Psychoanalyse, Hypnose, Entspannungstraining, autogenes Training, Yoga und Schlafhygiene wirksam sein können, um Schlafwandel-Episoden zu verhindern. Zum Thema Schlafhygiene gibt es natürlich hier auf meinem Kanal ein eigenes Video. Das sollten Sie sich also unbedingt anschauen. Den Link finden Sie unten in der Videobeschreibung. Ich fasse zusammen. In den allermeisten Fällen bedarf es gar keiner Behandlung. Es reicht aus, sicherzustellen, dass sich die Betroffenen nicht selbst verletzen können. Und selbst wenn diese Grundregel missachtet werden würde, ist die statistische Wahrscheinlichkeit einer Selbstgefährdung, zum Beispiel durch Stürze, sehr gering. Vielen Dank für Ihre Frage. Ich hoffe, ich konnte mit meiner Antwort helfen.
Wenn Sie darüber hinaus noch weitere Fragen haben, nutzen Sie bitte hier die Kommentarfunktion und vergessen Sie bitte insbesondere nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken, damit Sie keins meiner neuen Videos verpassen. Ich veröffentliche hier auf meinem Kanal regelmäßig neue Inhalte und beantworte darin Fragen rund um die Themen Atmung, Schlafen und Schlafapnoe.